Hallo, ich möchte mit der Methode der Signalflussgrafen dies hier gezeigten Graphen bzw. Schaltung analysieren bzw. berechnen. So, was haben wir, um das physikalisch-technische Setup kurz zu erläutern? Hier haben wir einen Generator. Dieser Generator hat auch einen Eingangsreflexionsfaktor hier. Ich kann das mal kurz so darstellen. So, Generator. Dann haben wir hier eine Zuleitung, dann ist dieses hier beispielsweise so eine Art Verstärker oder irgendwie ein Vierpol, der aber eben angeschlossen ist über ideal angepasste Leitungen A und hier B. Und hier ist der Ausgang, das ist beispielsweise eine Antenne oder ein Leistungsmesser oder was auch immer. Hier Ausgang, der ebenso hier einen Reflexionsfaktor wieder Rho L hat und dann eben hier irgendwas mit der Leistung passiert. Und was wir haben wollen, ist eben genau diese Ausgangsleistung hier. So, was liegt hier vor? Nun, ich meine, wenn wir das Ganze mal sehr ideal als eine Kette sehen würden, ohne Rückkopplung, beziehungsweise auch ohne Reflexion hier, dann hätten wir hier einen klaren Durchgang A mal S21 mal B. Das ist aber nicht so, sondern wir haben hier Rückkoppelschleifen und hier eine Rückkoppelschleife und dann noch eine große Rückkoppelschleife und der richtige Umgang mit denen, das ist eben genau die Herausforderung dieser Aufgabe. Ich weiß sehr wohl, dass es da eine Abkürzung für gibt, wo man einfach in eine Formel einsetzen kann und fertig ist, aber genau diesen Weg möchte ich jetzt nicht gehen. So, schieben wir uns das zunächst mal hier zur Seite. Und fangen an mit dem Signalflussgraphen, mit auch schon der ersten Vereinfachung oder den ersten beiden Vereinfachungen, dass dann nämlich diese Schleife und diese Schleife zunächst mal isolieren an die Punkte, in die es wieder reingeht. Also letztlich hierhin für die Schleife und dahin für die Schleife. Das heißt, wir haben hier unseren Startpunkt A. So, dann geht es hier mit A. Und S21 und B weiter in den Ausgangsknotenpunkt B, haben hier das Rho L und hier geht es wieder zurück mit Groß B, S12, Groß A. Und Rho G. Und jetzt haben wir hier noch die Schleifen, die wir hier gerade einfügen müssen. Das ist einmal die hier. Upsa. Mit dem Wert A Quadrat mal S 1,1 mal Rho G. Und hier die Schleife mit dem Wert B Quadrat mal S 2,2 mal L. So, diese hier ist relativ einfach aufzulösen. Die schiebt sich nämlich einfach hier unter S21 drunter in den Nenner gleich und modifiziert einfach nur diesen Knoten. Bei der hier müssen wir sehr aufpassen, denn die schiebt sich natürlich sehr wohl in den Graphen rein, als auch in diesen Graphen. Ist also in zwei Bereichen zu finden. Und das zeichne ich dann mal hier unten drunter. So, A, ich mache den ganz bewusst etwas länger, mit 1 durch 1 minus A Quadrat S11 Rho G. Und dann sind wir, das ist jetzt der Knoten an der Stelle mit A. Ach, ich modifiziere gleich insgesamt S21 B. Pack die also alle zusammen durch 1 minus B Quadrat S22 Rho L. So, hänge den B dahin, gehe hier raus jetzt mit Rho L. Und hier kam ich ja mit, ja, ich muss diese Schleife jetzt auch noch da rein auflösen, also Rho G durch 1 minus A Quadrat S11 Rho G. Und habe hier auf der Linie noch A, B,
S1-2. So, jetzt habe ich hier noch die Gesamtschleife. Das ist nämlich genau dieses Ding hier, also diese gesamte Schleifenverstärkung hier, nochmal rum, die in den Knoten reingeht. Ich schreibe nicht mehr alles jetzt hin, sondern male es gerade noch hier dazu. Na, kann das also hier oben weitermachen. Das ist vielleicht dann am übersichtlichsten noch. Also A. Dann haben wir hier den Weg zum ersten Knoten. Dann haben wir hier den Weg dieses mit dem AB und kommen hier bei B raus. Das, was ich jetzt hier betrachten wollte, ist diese gesamte Schleife hier, die sich hier jetzt ergibt, mit genau diesem kompletten Wert hier einmal rum. Und das ist auch nur die, die ich hinschreibe, also A Quadrat mal B Quadrat mal S21 mal S12 mal Rho L mal Rho G durch, das hatte ich nämlich hier noch vergessen, den Nenner, 1 minus A Quadrat S11 Rho G. So, und dieses hier schiebt sich jetzt hier in den Nenner von denen, das ist hier 1 durch und so weiter. Und das hier war der mit A, B und so weiter. Die können wir uns ja merken. Das ist nämlich der hier und der hier. Mal in grün und in rot hier nochmal hinmarkieren, dass wir das sehen. Das heißt, im Endeffekt kriegen wir also raus, dass hier reicht der Platz, ich hoffe mal, B durch A ist gleich, gehen wir mal den geraden Pfad lang, dann haben wir hier oben stehen A, S, 2, 1, B, den wir schon von vornherein kannten, das ist ein ganz langer Bruchstrich, das wird nämlich ein ganz langer Bruch, der erste Nenner, der zweite Nenner, 1 minus A Quadrat S, 1, 1, G mal 1 minus B Quadrat S22 Rho L und dann noch mal im Nenner 1 minus das dicke Ding hier A Quadrat B Quadrat S21 S12 Rho L Rho G durch 1 minus A Quadrat S11 Rho G mal hier habe ich vergessen, dass hier natürlich noch dieser Nenner fehlte. 1 minus B Quadrat S22 Rho L, also 1 minus B Quadrat S22 Rho L. Große Klammer zu und wenn ich dieses hier einfach ausmultipliziere, dann kommt daraus B durch A gleich A S21 B durch die beiden mal 1 ergibt die beiden einfach, also 1 minus A Quadrat S11 Rho G mal 1 minus B Quadrat S22 Rho L minus, es bleibt noch dieser Term hier stehen, also A Quadrat B Quadrat S21 S12 Rho L Rho G. Und das war's. Das können wir hier schön einkästeln. Ups. Okay, ich danke für die Aufmerksamkeit, für diese Aufgabe. Ja, und wünsche noch einen schönen Tag.